thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. A break to my heart. Ist endlich die Sonne ein bisschen rausgekommen, nachdem es den ganzen Morgen geregnet hat. Also jetzt wird es Nacht. Ihr habt gerade ein paar Ausschnitte von meinem Geburtstag, von meinem 19. Geburtstag gesehen. Ich hatte am 6. Juli Geburtstag, also das ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her. Und war seitdem ein bisschen hin und her gerissen, ob ich dieses Video filmen soll oder nicht. Und zwar hatte ich einfach die Idee, meine Geschenke zu zeigen, weil ich mich sehr über meine Geschenke gefreut habe. Aber für mich sprach halt dagegen, dass ich nicht Werbung für Konsum machen will oder dafür, dass es an einem Geburtstag wichtig ist, tolle Geschenke zu bekommen oder so, oder überhaupt Geschenke zu bekommen. Weil was einen schönen Geburtstag eigentlich ausmachen sollte, ist, dass man irgendwie Zeit mit seinen Liebsten verbringt. Und ich habe den Tag mit all aus meiner Familie verbracht, ein bisschen zerstückelt und oder aus meiner engsten Familie. Mit meinen Freunden feiere ich ein anderes Mal nochmal nach, wenn es allen einfach ein bisschen besser passt zeitlich. Und es war ein schöner Tag, nicht spektakulär, irgendwie ist der 19. Auch vom Gefühl gar nicht spektakulär tatsächlich, so wie man es irgendwie auch sagt. Der 18. ist halt besonders, weil man 18 wird, und der 20. ist wieder besonders, weil man zweistellig wird. Aber der 19. ist einfach nur 19. Und dann zeige ich euch jetzt mal meine Geschenke und möchte danach noch ein bisschen was zu ein paar Vorsätzen für mein 20. Lebensjahr sagen und die mit euch teilen. Die Sachen, die ich jetzt zeige, habe ich alle von meiner Familie bekommen, aber von verschiedenen Leuten halt, nicht alles irgendwie von meinen Eltern oder so. Ich sage jetzt aber nicht jedes Mal dazu, was von wem ist. Von meinen Eltern? Okay, das wollte ich nicht sagen. Ich habe Konzertkarten bekommen, die ich mir vorher schon gekauft hatte. Also ich hatte mit einer Freundin beschlossen, zum Ed Sheeran-Konzert zu gehen, was bald ist im August. Und dann habe ich Tickets gekauft und dann war die Frage, was wünsche ich dir zum Geburtstag? Und dann habe ich mir, weil meine Eltern die Idee gut fanden, die Tickets dann, oder das Ticket, zum Geburtstag gewünscht. Hat meine Mutter mir, weil das ist, ich habe es nur als Online-Ticket, hat sie mir ein Ticket selber gebastelt. Finde ich sehr süß. Und ich freue mich sehr darauf. Ich bin sehr aufgeregt. Diese ganzen Geschenke habe ich mir übrigens alle gewünscht. Also es war nicht so wirklich eine Überraschung dabei, aber es ist halt manchmal so. Also ich meine, ich finde es cool, wenn man mal das so hat, dass da sowas weiß, womit man gar nicht gerechnet hat. Aber es ist ja auch immer schwer für Familienmitglieder. Man will ja auch nichts kaufen, was dann der Person vielleicht gar nicht gefällt. Deswegen, ich meine, ich habe die Sachen, die ich mir gewünscht habe, die wollte ich ja gerne haben. Und deswegen habe ich mich natürlich trotzdem mega gefreut. Aber nur, dass ihr dazu wisst, die Sachen habe ich mir alle so gewünscht. Und zwar ultra viele Bücher. Ich bin dieses Jahr wirklich, habe Bock, richtig viele Sachen zu lesen. Ich habe so viele Sachen auf der Liste und ich habe mir jetzt halt die Sachen rausgepickt, die auf meiner Liste standen, wo ich dachte, okay, die möchte ich wirklich besitzen. Also ich möchte jetzt halt nicht alle Bücher, die ich lesen will, haben und dann ins Bücherregal stellen. Ich meine, so Romane oder sowas in die Richtung, was man einmal liest, das kann man dann auch gut. Ich habe ja ein Kindle, das kann ich mir gut darauf kaufen oder halt aus der Bücherei ausleihen.
Aber die Bücher, die ich mir gewünscht habe, sind wirklich Sachen, wo ich mir denke, das möchte ich gerne bei mir stehen haben, weil man da vielleicht öfters mal reinguckt oder nochmal was nachliest oder es einfach schön ist, das Buch zu besitzen. Also Bücher, die ich einfach gerne besitzen wollte. Das erste sind diese beiden Bücher von Rupi Kaur. Das ist jetzt sehr deutsch ausgesprochen. Rupi Kaur. Ich versuche es gar nicht. Ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird. Die haben bestimmt viele von euch schon mal gesehen, weil man die auch viel auf Social Media sieht. Dadurch bin ich auch irgendwie drauf gekommen. Das ist quasi Poesie. Poesie? Wie sagt man das? Das ist ein Gedicht. Na, Gedicht, das hört sich mal so alt an. Sowas. Also so, was sie so in ihrem Leben quasi beschäftigt hat. Das ist halt der erste Teil. Ich habe auch schon angefangen und das ist der zweite. Da habe ich noch nicht reingeguckt. Da sind echt schöne Sachen bei. Auch krasse Sachen, aber auch, also am Anfang finde ich. Aber echt schön. Ich mag sowas sehr gerne. Ich mag Poesie. Wie sagt man das denn? Ja, Poetry, ne? Und die sind halt von der Aufmachung auch mega schön. Also ist zwar super empfindlich, aber haben beide eine mega schöne Aufmachung. Halt noch diese kleinen Zeichnungen von ihr dazwischen. Habe ich mich sehr gefreut, die jetzt endlich zu besitzen. Wollte ich schon richtig lange haben. Und dann das Buch Steal Like an Artist. Das wurde auch empfohlen von mehreren Leuten im Internet. Es geht halt um Kreativität. Hier hinten steht auch Unlock Your Creativity. 10 Things Nobody Told You About Being Creative. Also so, ja, ich glaube, man versteht, worum es ungefähr gehen soll. Einfach so Tipps, um ja, Kreativität aus sich rauszuholen und genau. Und dann eine Sache von meinen Eltern, die ich mir nicht gewünscht hatte, eine Sonnencreme. Hat mich gefreut, weil das ist Naturkosmetik und die ist vegan. Ist leider in einer Plastikverpackung und nochmal in Pappe, aber egal. Ich habe mich trotzdem darüber gefreut. Die ist von der Firma Spike. Dann habe ich mir zwei Ketten gewünscht von, das ist die Marke Maria Pascal. Ich habe von denen schon eine andere Kette. Falls ihr Tess Christine kennt auf YouTube, trägt viel Schmuck von denen. Und da bin ich vor, weiß ich nicht, mehreren Jahren darauf gekommen, zu meinem Geburtstag 2017, als ich 17 geworden bin, hatte ich mir eine Kette davon gewünscht. Und die trage ich super gerne. Also das ist wirklich meine Lieblingskette. Die sind halt, ja, ein bisschen teurer, aber auch halt hochwertig. Und dann gab es halt eine Kette, die ich auch bei Tess immer gesehen habe und die ich wirklich, ich glaube, seit 2 Jahren wirklich schön fand und immer dachte, ah, vielleicht wünsche ich mir die nochmal und so. Und dann jetzt halt mir sie zum Geburtstag gewünscht habe und es ist diese Chinese Coin Necklace. Was ich auf jeden Fall bei den Ketten echt cool finde, ist, dass die mehrere Ringe haben, so dass man die enger machen kann und weitermachen kann, je nachdem, wie es halt zum Oberteil passt. Und dann wollte ich halt noch eine kürzere Kette haben, sodass ich, das ist ja jetzt schon irgendwie Trend, dass man so Ketten layert und genau, mir fehlt halt sowas, was so ein bisschen enger sitzt und dann habe ich mir eine ausgesucht dort, die dann halt hier oben sitzt und dann finde ich das schön mit einer längeren oder noch zwei dazu. Und was halt bei den Ketten ist, dass die einen sehr gelben Goldton haben. Ich finde, zu so einem anderen Gold passt es dann nicht so gut, aber genau, ich habe jetzt ja passende zueinander, deswegen wollte ich auch gerne was von der gleichen Marke haben. So, weiter geht's mit Büchern und zwar habe ich mir dieses Buch gewünscht. Mögest du glücklich sein von Laura Marlina Seiler. Ich habe schon angefangen, also ich bin schon hier und ich bin sehr begeistert, also beziehungsweise es gefällt mir bisher richtig gut, das Buch. Also ist auf jeden Fall schon mal eine Empfehlung, auch wenn ich noch nicht so weit bin. Es geht quasi, also hier steht nochmal drauf, entdecke dein höheres Selbst und verbinde dich mit deiner inneren Kraft. Also es geht um Meditation, Manifestation, Law of Attraction. Aber soweit wie ich bisher bin, ist es nicht so mega spirituell geschrieben, sondern mehr so wissenschaftlich erklärt. Und ich bin durch Manda darauf gekommen, weil die das Buch empfohlen haben, auch so im Hinblick auf Morgenroutine und so. Ich bin soweit noch nicht in dem Buch, aber ich beschäftige mich einfach jetzt seit neuestem mit Law of Attraction und so. Ja, bin sehr interessiert an dem Thema, deswegen wollte ich gerne das Buch lesen und ja, ich finde es auch einfach gut, es zu haben, weil ich auch Sachen darin markiere. Und dann habe ich ein Kochbuch. Es ist riesig. Es ist auch richtig fett und schwer. Und es ist das erste Buch aus Apfelpapier. Moment, muss ich nochmal nachlesen. Dieses Buch wurde auf vollkommen biologisch abbaubarem Apfelpapier gedruckt. Genau, und das ist nämlich irgendwie das erste Buch, bei dem das so ist. Auf jeden Fall ist das ein Kochbuch mit veganen und vegetarischen Rezepten. Und das hat Lena von Consider Lena empfohlen. Ist jetzt nicht so, als würde ich alles nachkaufen, aber ich kann verstehen, wenn es gerade so wirkt. So, es heißt A Modern Way to Eat, habe ich glaube ich nicht gesagt. Sind auf jeden Fall ganz viele Rezepte drin und was ich auch ganz cool finde, ist, dass da so Sachen drin sind, wie hier zum Beispiel eine Seite mit Körnern. Dann werden verschiedene Körner vorgestellt. Oder war das so mit Suppen, dass man dann sozusagen
das und das und das und das plus das und das und das und das plus das und das und das und das und dann hat man eine Suppe. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde nicht, dass man heutzutage wirklich Kochbücher braucht, wenn man einfach alles online an Rezepten finden kann. Aber ja, weil das so empfohlen wurde von Lena und auch tolle Rezensionen hatte und so, dachte ich mir, das möchte ich haben und dann reicht's auch. Und die letzte Sache, die ich mir gewünscht hatte, war ein Steamer. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Modelle und genau, ich wollte gerne für mein kommendes Studentenleben einen Steamer haben, weil ich würde mir keinen Bügeleisen kaufen, weil ich auch ehrlich gesagt keinen großen Wert auf gebügelte Klamotten oder glatte Klamotten lege. Aber bei manchen Sachen ist es ja schon so, dass man denkt, das müsste jetzt aber glatt sein. Und ja, wenn ich ausgezogen bin, macht es dann nicht mehr meine Mama für mich, deswegen... Genau, dachte ich mir, ich wünsche mir mal einen Steamer, sind ja alle sehr begeistert davon und dann, wenn ich mal was glatt haben will, dann kann ich das einfach machen. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, meine Motivation war irgendwie dann doch nicht so groß. Und dann habe ich noch Post aus Neuseeland bekommen von einer meiner besten Freundinnen, die hat mir was ganz, ganz Süßes geschickt und zwar mit dieser Postkarte und noch einem Brief, diesen Plätzchen-Ausstecher. Und zwar habe ich in irgendeinem Hostel in Neuseeland, irgendwie im Frühling, waren so ein paar Leute, die Plätzchen gebacken haben. Und die hatten halt diesen Plätzchenausstecher in Form eines Kiwis. Also hier, dieses Tier. Eins der nationalen Symbole von Neuseeland und Tier, was dort vorkommt und so weiter. Und ich fand das dann richtig cool und dann habe ich halt so, auch vor meiner Abreise nochmal, wo ich dann halt mich mit ihr getroffen hatte auch, habe ich halt so in Souvenirläden danach geguckt, ob ich das finde, weil ich das gerne haben wollte. Habe ich aber nicht gefunden und dann hat sie mir jetzt das halt geschickt und ich habe damit halt überhaupt nicht gerechnet, weil ich da, das habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt. Die hat das halt zufällig gesehen und an mich gedacht und finde ich total süß, dass sie das noch im Kopf hatte, dass ich das gerne haben wollte und hat es mir geschickt und das finde ich mega, mega süß. Und dann wollte ich jetzt noch so ein paar Vorsätze mit euch teilen, einfach nur so, wie ich jetzt so für mein 20. Lebensjahr habe. Nicht, weil ich mir jetzt gedacht habe, oh, es ist jetzt ein neues Lebensjahr, ich muss mir jetzt Vorsätze machen, sondern einfach, weil das gerade jetzt zu dem Zeitpunkt eh in meinem Kopf war und ich mir jetzt einfach so aufgeschrieben habe hier in meinem Bullet Journal. Und zwar ist der Hauptpunkt weniger am Handy sein, weil mir das irgendwie in letzter Zeit so bewusst geworden ist, dass ich einfach weniger an meinem Handy sein will, weniger Social Media konsumieren will, weil es einfach so viel Zeit einraubt und mich so oft ablenkt und genau, das möchte ich einfach ein bisschen minimieren und verändern, besonders halt mein Instagram-Konsum und halt einfach meine Zeit in das stecken, was ich wirklich erreichen will und mich nicht so viel ablenken lassen. Und dann hatte ich ja schon erwähnt, dass ich mich mit Law of Attraction und so beschäftige und genau, mein Ziel ist anzufangen zu meditieren. So richtig damit angefangen habe ich noch nicht. Ich muss da erstmal so reinkommen, aber da will ich irgendwie so einen Zugang zu finden und irgendwie, ja, vollkommen in mir selber sein und von niemandem meine Stimmung abhängig machen, habe ich so für mich gedacht, dass ich das erreichen will. Und dann möchte ich ganz viel lesen. Deswegen ist mein Ziel auf jeden Fall, abends immer zu lesen und auch einfach mal zwischendurch so zum Abschalten statt am Handy rumzuhängen und so. Und ich habe wirklich aktuell auch so viele Bücher, die ich lesen will. Ich habe auch überlegt, am Ende des Jahres ein Video über alle Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe, zu machen. Da wären dann halt auch die Bücher, die ich euch jetzt gezeigt habe, mit drin. Dann würde ich dann mal so erzählen, wie mir die gefallen haben und so und ob ich die empfehlen würde. Und dann war es das auch von dem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!